Der ist immer am Labern, aber man sieht keine Narbe vom angeblichen Hundeangriff. Nun, ich finde, dass man die Narbe sehr deutlich sieht, vielleicht jetzt nicht so gut mit dem Bartwuchs, aber dein Kommentar geht weiter als Kompliment an den Gesichtschirurgen der St. Anna Klinik in Luzern. Weil als mir der Hund damals ins Gesicht gebissen hat, hat er mir einen kleinen Kratzer hier auf der Augenbraue und am unteren Auge gemacht, den linken Nasenflügel, denkt daran, das Video ist gespiegelt, abgerissen. Die Lippe war gespalten, komplett in die Hälfte und der Zahn ging sogar noch von innen in der Lippe bis in die Nase rauf. Also von hier nach da unten war alles halbiert. Man sieht hier den Strich auf der Lippe und innen, wenn man gut schaut, da bis da oben, ja, es waren irgendwo 30 Stiche. Der Nasenflügel war abgerissen und hier sieht man auch noch was. Und wenn man genau schaut, sieht man, dass hier ein Stück fehlt, dass es hier ganz anders aussieht, rund, gewölbt und hier ist es viel schmaler. Das ist, weil ein Stück des Nasenflügels komplett weg war und im Hundemagen gelandet ist. Also von da bis da oben war alles halbiert. Hey, zum Glück, eben habe ich so tiefe Augen, dass die so tief in den Höhlen sitzen und mein Augenbrauenwulst hat hier mein Auge geschützt vor den Zähnen des Hundes. Also, ja, was will ich schon sagen? Vielleicht rasiere ich mich mal fürs nächste Video, dann seht ihr die Narbe noch ein bisschen deutlicher. Aber ich finde auch, also der Chirurg hat dort echt spitzenklasse Arbeit geleistet. Ich bin mega, mega dankbar, weil das hat damals echt nicht gut ausgesehen und sich auch überhaupt nicht gut angefühlt. Und inzwischen habe ich auch, zunächst einmal, weißt du, ich konnte mehrere Tage oder Wochen lang keinen Kussmund mehr formen und nicht mehr pfeifen oder etwas. Und das war recht übel. Aber inzwischen ist alles wieder tipptopp, wunderbar. Es gab auch schon Leute, die dachten, ich hatte, weißt du, so den Gaumen gespalten als Kleinkind und die Narbe wäre vielleicht von da. Aber nein, ist tatsächlich vom Hundebiss damals. Also ich weiß nicht, wieso er immer wieder in Zweifel zieht, was mir geschehen ist, weil ich habe es echt nicht nötig, euch irgendetwas zu erzählen, was nicht stimmt. Ich habe genügend hier in der Realität erlebt. Siehst du es jetzt übrigens? Da.